Ich denke, da wird sich der eine oder andere dann drüber freuen, wenn er eventuell schon am 1. Januar 2024 seine ersten in Deutschland produzierten legalen Cannabispflanzen in dem Set haben kann. Liebe Green Connection Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. So, aus aktuellem politischen Anlass und weil so viele es sich von euch gewünscht haben, es geht endlich wieder los mit Green Basics. Erste Folge wird heute stattfinden. Es gibt mindestens 3 Folgen über den ganzen Grow verteilt. Wir reden nicht viel rum, geht gleich los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge, Leute. Let's go! Wie kann es überhaupt sein, dass wir jetzt schon mit scharfen Pflanzen arbeiten können? Wir haben hier die Möglichkeit bei der Firma Sunlight, die tatsächlich eine Lizenz für THC-Pflanzen hat, haben hier eben die Möglichkeit, solche Experimente für euch zu machen. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die Firma Sunlight. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle unsere Sponsoren. Ganz konkret, hier bei diesem Projekt sind BioBiz auf jeden Fall dabei. Mit BioBiz wird der ganze Versuch auch ablaufen und starten. Watertrim ist dabei, die Firma Watertrim werdet ihr jetzt mehrmals hören. Wasser bzw. Gießwasser braucht jeder, der mit Cannabis arbeitet. Wie das ganz konkret abläuft, werde ich euch in einer der nächsten Folgen mal zeigen. Wer noch dabei ist, ist die Firma Grow Control. Herzlichen Dank auch an Grow Control. Ein Controller kann mir auf jeden Fall dabei helfen, das Licht an- und auszumachen. Er kann auf jeden Fall mir helfen, die Temperatur zu steuern und genauso die Luftfeuchtigkeit. Wird alles definitiv unkomplizierter und in dem Fall mit Grow Control möglich. Also, wann ist eine Pflanze umwurzelbereit? Ganz einfach, wenn sie wirklich fett durchgewurzelt ist. Hätte man schon vor ein paar Wochen machen können, war aber organisatorisch nicht wirklich möglich. Und darum machen wir es jetzt. Wir haben die mit der BioBiz-Düngepalette gegossen. Bis jetzt sehen die Pflanzen gut aus. Zugegebenermaßen habe ich ein paar helle Blätter entdeckt, aber das sind genau die Blätter, die jetzt als erstes abgeschnitten werden, nachdem wir die Pflanzen umgetopft haben. Wir haben uns für 15 Liter entschieden. Warum 15 Liter? Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Hat nämlich was mit der Zeltgröße zu tun. Freunde, jeder, der sich die Frage gestellt hat, warum haben die Leute denn so einen Bauchladen hier vorne aufgebaut und so viel BioBiz-Flaschen stehen, liegt einfach daran, die Firma BioBiz haut ordentlich einen raus. Am Ende der Folge gibt es ein Gewinnspiel, dementsprechend unbedingt dranbleiben. Würde ich sagen, wir machen den Lightmix auf. So, 50 Liter Lightmix haben wir. Da haben wir jetzt die berühmten, der Kenner nennt ihn auch den Gucci-Topf. Man erkennt es. Erstens, weil die Pflanze schon so heftig durchgewurzelt ist und da bietet sich das natürlich an, einen etwas größeren Topf zu nehmen. Also sie würde da nicht gleich verloren vorkommen in so einem größeren Topf. Und was natürlich auch ein größerer Vorteil ist, dass wir, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir am Ende mehr ernten werden in diesem 15-Liter-Topf. Aber das soll natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde auf jeden Fall den ersten Grow mit 15-Liter-Töpfen machen. So, aber schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was eure persönliche Präferenz ist. Dieses komplette Set, was ihr hinter mir seht, das heißt inklusive Licht, inklusive Luft, inklusive Grow Control, inklusive Watertrim, wird es für euch am Ende dieser 3 Folgen zu gewinnen geben. Wir werden es euch verlosen. Und ich denke, da wird sich der eine oder andere dann drüber freuen, wenn er eventuell schon am 1. Januar 2024 seine ersten in Deutschland produzierten legalen Cannabispflanzen in dem Set haben kann. So, erster Schritt, nachdem ich die Töpfe jetzt wirklich gefüllt habe, mache ich mir jetzt so ein kleines Loch. Daran orientiere ich mich natürlich immer an der Topfgröße. Also, ich stecke im Idealfall den Topf hier rein und dementsprechend habe ich dann schon mal einen Anhaltspunkt, wie viel Erde ich hier rausnehme. Und das empfehle ich jetzt, den nächsten Schritt wirklich zu machen, wenn der Boden gut angetrocknet ist. Sollte nicht mit einem Topf gemacht werden, der erst am gleichen Tag oder der am gleichen Tag gegossen wurde. Wenn der Boden jetzt beim Umtopfen zu feucht ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der komplette Wurzelballen auseinanderbricht. So, und das ist immer ein bisschen schade. Darum empfehle ich auf jeden Fall, lasst den Boden beim Umtopfen oder kurz vor dem Umtopfen ein bisschen antrocknen. War jetzt organisatorisch ein bisschen
naja, nicht anders möglich, darum ist der jetzt ein bisschen feucht. Wir gucken aber, dass das funktionieren wird. Ich nehme den Topf und drücke den wirklich außen großzügig auseinander. Das ist wirklich wichtig, dass der großzügig auseinander gedrückt wird. Da macht ihr nichts kaputt, keine Angst. Aber so löst ihr wirklich den Wurzelballen vom Topf. So, also großzügig auseinanderdrücken mit in allen Ecken. So wird es gemacht. Und jetzt folgendermaßen, jetzt nehmt ihr den Topf zwischen Zeigefinger und Mittelfinger. So. Und jetzt eine Drehung. Jetzt wird der Topf weggezogen. Nächster Move. Topf einsetzen. Wurzelballen sitzt sauber drin. Und jetzt komme ich mit meiner Erde, die ich hier parat gelegt habe, und fülle wirklich schön, vorsichtig, hier in den Rändern auf. Das ist wichtig, dass der hier wirklich fest drin steht. Soll hier nicht mehr wackeln. Das ist übrigens auch ein Fehler, wenn die Erde wirklich bis zur Topfkante hochgefüllt ist. Habt ihr das nächste Mal, wenn ihr die Pflanze gießt, ein mega Problem, weil die meiste Flüssigkeit wahrscheinlich runterlaufen wird. Darum seid so klug und drückt die hier so ein bisschen an und achtet darauf, dass die Erde wirklich hier abschließt und nicht bis zur Kante übersteht. Was hier auf jeden Fall noch wichtig ist zu erwähnen, warum haben wir uns übrigens für die Critical von Royal Queen Seeds entschieden? Nein, nicht weil wir einen Vertrag mit der Firma haben, ganz im Gegenteil. Es geht in dem Fall wirklich darum, wir haben eine Pflanze gesucht, die schon lange am Markt ist und die wirklich stabil ist. So, und da hätte uns jetzt irgendeine fancy F1-Genetik wenig gebracht. Die hätte zwar einen geilen Namen gehabt, aber am Ende wäre es wirklich kein gutes Ergebnis geworden. Oder eventuell nicht so ein gutes Ergebnis wie eine Pflanze, die schon lange etabliert ist, wo ein Pheno aussieht wie der andere. In dem Fall sind es tatsächlich Samenpflanzen. Samenpflanzen, wissen die meisten von euch, die sind dafür bekannt, dass es nun mal verschiedene Phenos gibt. Aber genau das macht denn eben eine stabile Pflanze aus. Dass eben die eine Samenpflanze aussieht wie die andere. So, und darauf sind wir sehr gespannt. Wir schauen mal, was Critical von Royal Queen kann. Und ich sage nochmal, wir haben keinen Deal mit der Firma. Es gibt übrigens auch eine Theorie, die besagt, dass Wurzeln, die man abtrennt und unten abschneidet, die sind dann wirklich motiviert, um noch mehr auszutreiben. Darum gibt es wirklich viele Leute, die ihre Wurzeln unten beschneiden. Der sitzt fest. Dem Anfänger empfehle ich wirklich immer, sich hier einen kleinen Stempel zu machen. In der Mitte vom Topf. Und daran könnt ihr euch wirklich gut orientieren. Ihr könnt als Grower wirklich nicht genügend Gefäße und Schüsseln und Wannen zu Hause haben. Wieder den berühmten Move. Andrücken. Zeigefinger, Mittelfinger. Und jetzt kopfüber. Und jetzt schön umsetzen. Und das ist, was ich gerade gesagt habe. Ne? Der Boden war jetzt in Ordnung. Kleiner Tipp von mir, 2 Tage vor dem Umsetzen, 2-3 Tage am besten, nicht mehr gießen. So. Jetzt kann man ja so eine Tipps raushauen. Ne? Jetzt ist auf jeden Fall noch ein ganz wichtiger Punkt zu beachten. Die Aufmerksamen von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen oder sich gefragt, wann kommt der Tim endlich dazu und schneidet diese kleinen alten Blätter hier unten ab. Das mache ich genau jetzt. Das ist das Einfallstor für Schädlinge und werden wirklich die ersten Blätter sein, an denen sich die Schädlinge breit machen. Faustformel ist immer das, wo kein Licht mehr hinkommt, wenn ich mit der Hand reinfasse. Das kann auf jeden Fall weg. Das sorgt auch ein bisschen für Verbesserung von dem berühmten Airflow. Diese Babyblätter, das ist alles, ja, verschenkte Energie. Und die Pflanze soll sich jetzt hier oben darauf konzentrieren. Wie lange lasse ich die Pflanze jetzt auf jeden Fall nochmal in der vegetativen Phase? Der Topf muss wieder durchgewurzelt sein. Sind jetzt 15 Liter, dauert ungefähr, ja, 5 bis 7 Tage vermutlich. Und wenn der Topf richtig durchgewurzelt ist, dann ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um in die Blüte zu gehen.
kleine Triebe kommen weg hier unten und Blätter, die von mir aus schon ein bisschen trocken, gelb oder faulig sind, ausgetrocknet sind, das kommt auch in jedem Fall weg. Das ist ja das Schöne, wenn man nur drei Pflanzen haben darf, hat man ja wirklich mächtig Zeit, sich um jede einzelne zu kümmern. Ne? So, Freunde, Pflanzen stehen jetzt im Zelt. Nächster Schritt ist auf jeden Fall angießen. Ganz wichtig, angießen. Und das machen wir jetzt auch nach Bio- bis Düngeschema. Wir geben jetzt BioHeaven 2 Milliliter, wir geben Activera 2 Milliliter, wir geben vom Root Juice, geben wir sogar 4 Milliliter. Wir wollen, dass die Pflanze jetzt wirklich Wurzelbildung zeigt. Und wir geben auch vom BioGrow 2 Milliliter. So, jeder, der sich jetzt die Frage stellt, hä, in diesem Topf, die Pflanze, die ist doch nicht schon im Samen da reingekommen. Nein, nicht ganz. Nachdem der Samen gekeimt ist, das hat im Wasserglas stattgefunden. Der stand dunkel und in dem Wasserglas hat ungefähr 6 Tage gedauert. Nachdem ist dieser Keimling, der eben, wo die kleine Wurzel rausgewachsen war, ist in diesen Easy Plug gekommen. In diesem Easy Plug hat der Benny den dann durchwurzeln lassen, hat nochmal ungefähr 6 Tage gedauert. Und dann ist dieser durchgewurzelte Easy Cube in dem Fall in diesen Topf gekommen. Und dann in 15 Liter. Und dieser 15 Liter Topf ist tatsächlich auch der Topf, in der die Pflanze am Ende dann geerntet wird. Wir fangen mit dem Heaven an. Hier unten sind noch ein bisschen mehr Informationen zu finden. Also da auch mal unter die Verpackung gucken. Wichtig, immer schön schütteln vor der Verwendung. Wir haben hier 2 Liter drin, 2 Milliliter auf 1 Liter ist die Dosierung. Dementsprechend, ihr habt recht, wir brauchen genau 4 Milliliter BioHeaven. Messen ab, 4 Milliliter. Jawohl, das sind 4. Die kommen da rein. Wenn ihr Zeit habt, dann macht es gerade so wie ich. Ihr macht jedes Produkt einzeln ins Wasser oder ihr füllt euch alles zusammen in den Messbecher und gibt es dann gemeinsam da rein. So, wir sind bei Activera. Davon geben wir ebenfalls 2 Milliliter. Bietet sich übrigens auch so eine kleine Kunststoffspritze an. Da kann man so kleine Milliliterangaben auch prima ablesen. Jetzt kommt der Root Juice. Der ist, wie gesagt, ganz wichtig. Jetzt geht es wirklich um die Wurzelbildung. Root Juice geben wir 4 Milliliter übrigens jetzt. Ganze 4 sind wir insgesamt bei 8. Zack. Ganz wichtig zum Schluss den BioGrow. Und tut euch selber den Gefallen, wenn ihr mit Messbechern arbeitet. Kleiner Tipp von mir, verwendet den BioGrow immer zum Schluss. Warum? Weil der dickste von allen ist. Und der ist so dick, dass der wirklich ja so eine kleinen Spuren und Ränder an diesem Messbecher jetzt hinterlassen wird. Und dann werdet ihr nichts mehr erkennen von den anderen Produkten, wenn ihr den zuerst verwendet. So, kleiner Tipp am Rande und den wirklich schön durchshaken. So, und da sind wir ebenfalls bei 2 Milliliter dabei. Also sind wir bei 4. Schön sauber. Schaut wirklich, Leute, dass euch die Flüssigkeit, dass die wirklich schön durchgerührt, durchgemischt ist. Im Zweifel nehmt euch noch einen kleinen Stab und rührt die Flüssigkeit wirklich gut durch. So, und dann geht es tatsächlich schon ans Gießen. Da gibt es auch wieder eine Faustformel. Man spricht ungefähr von 10% des Topvolumens. Also arbeite ich mit einem 10-Liter-Topf, gieße ich am Ende ungefähr 1 Liter Wasser. So, und das zählt natürlich nicht für ganz kleine Pflanzen, sondern für Pflanzen, die schon ein bisschen größer sind. In dem Fall reduzieren wir das hier. Wir geben jetzt einer Pflanze in einem 15-Liter-Topf 1 Liter Gießwasser, um die wirklich anzugießen. Gießt bitte nicht die Blätter mit. So züchtet ihr euch im Zweifel eure eigenen Pilze zusammen. Und gießt schön langsam, lasst das Wasser langsam absinken. Wenn ihr jetzt auf einmal wirklich den Liter da reinjagen würdet, dann könnte der Boden das Wasser gar nicht halten. Und es würde einfach gnadenlos unten wieder durchlaufen. So. Den aufmerksamen Homegrowern unter euch, denen ist wahrscheinlich schon aufgefallen, hä, das Zelt ist relativ neu, das kenne ich noch gar nicht, da habt ihr absolut recht. Das Zelt ist absolut brandneu von der Firma Homebox und ist wirklich recht gut geeignet für 3 Pflanzen, wie ich finde. Das Zelt ist 1,50 Meter lang und 80 Zentimeter breit. So, in dem Fall sind wir knapp bei 1,2 Quadratmeter.
Hier seht ihr die Evo 380. In dem Fall bin ich jetzt wirklich mit 40% dabei. Die Pflanzen sind noch wirklich relativ klein. Dementsprechend muss ich noch nicht wirklich voll aufdrehen. Im Durchschnitt sind wir hier so bei 700 Mikromol, wenn wir wirklich voll anheizen. 700 Mikromol, das ist jetzt nicht wirklich ein High-End-Setup. Das ist so ein wirklich anständiges, ein sehr gutes Setup, ein sehr gutes Licht, 700 Mikromol. Wenn wir dann auf ungefähr 1000 Mikromol gehen, dann reden wir wirklich schon von einem High-End-Setup. In dem Fall ungefähr 400 Watt. Wenn ich noch eine Evo dazu hängen würde, also nochmal eine 380er, dann bin ich ungefähr bei 600 Watt. Und dann kratze ich schon an der 1000 Mikromol Grenze. Ein ordentliches Setup, was auf jeden Fall noch geupgradet werden kann. Alternativ, jeder, der so eine Größe hat, also circa von 1,20 auf 1,20, was wäre noch möglich? Die Evo 480 wäre auch möglich. Zwei davon. Und was ich wirklich mindestens empfehlen würde, das wäre die neue Evo 6150. Davon eine. In dem Fall ist man natürlich, hat man die Fläche deutlich besser ausgeleuchtet, wenn man mit zwei Geräten arbeitet als mit einer. Die Lichtverteilung ist deutlich homogener. Wir haben die Lampen auf 40% gedimmt mit den Magnetdimmern in dem Fall, bis die Pflanzen ordentlich durchgewurzelt sind. Und dann werden wir wirklich anheizen auf 100%. Dann sind wir ungefähr bei 700 Mikromol. Früher haben wir das ja immer ein bisschen anders gemacht. Da haben wir uns nach der Blüte, wenn wir in die Blüte gegangen sind, haben wir uns mit der Mikroanzahl bis zum Schluss immer leicht gesteigert. Die neuesten Erkenntnisse von Benny sagen jetzt allerdings, er hat wirklich mehr Ertrag eingefahren, wenn er direkt nachdem die Pflanze in die Blüte gegangen ist, wirklich auf Vollgas anheizt. Also wirklich volle Leistung, was Licht angeht. Diejenigen unter euch, die sich jetzt wundern, hey, der Abstand zur Pflanzenspitze, der ist ja ein bisschen groß, hat absolut recht. Das liegt jetzt in dem Fall wirklich nur daran, dass es für die Aufnahmen einfach ein bisschen besser aussehen soll. Und da sieht es nicht toll aus, wenn die Leuchte auf 40 cm hängt. So, nachdem wir fertig sind mit den Aufnahmen, werden wir die Leuchten wieder ein bisschen runterhängen und dann passt wieder alles. Jeder, der von euch aber mehr wissen möchte zu dem Abstand zur Pflanzenspitze oder welche Sunlight ist denn jetzt konkret für meine Zeltgröße geeignet, der kann sich gerne mal schlau machen auf dem Blog von Sunlight. Wir blenden den hier unten mal ein. Da ist wirklich alles sehr gut beschrieben, muss man sagen. Jeder von euch, der damit Probleme hat mit dem Thema Ordnung und der Technik im Growzelt, Leute, schaut euch das mal an, das ist ein sogenanntes Equipment Board. Ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht mehr, ob die selber noch gebaut werden. Wenn nicht, geht in den Baumarkt, holt euch so ein Lochblech und da könnt ihr eure ganze Technik ranballern. Ne? Da seht ihr gerade, wie der Grow Control dranhängt. Da könnt ihr aber genauso eine Zeitschaltuhr ranmachen. Da habt ihr hier einen Mehrfachstecker dran. Also da könnt ihr wirklich alles, was Technik ist, loswerden. Das hat nichts am Boden zu suchen. Ne? Hier wird mit Wasser gearbeitet. Da hat es nichts am Boden zu suchen. Und es soll auch nicht irgendwo hier oben rumhängen. Darum seid so gut, holt euch so ein Equipment Board und dann habt ihr ein paar Probleme weniger. Noch was zum Aktivkohlefilter und zum Lüfter. In dem Fall auch, wir haben nicht ganz oben ins Regal gegriffen, sondern haben bewusst was rausgenommen, was wirklich für, ja, für den Anfänger relevant ist. Und wie am Anfang der Folge schon erwähnt, es gibt Fett was zu gewinnen. Biobiss haut ordentlich einen raus und es gibt Dünger ohne Ende. Also Starterpakete werden gerade von Biobiss rausgehauen und das Ganze findet wieder auf Instagram statt. Ihr wisst ja wahrscheinlich, YouTube mag die Gewinnspiele immer nicht so gerne, darum müssen wir die immer auslagern auf Instagram. Tut mir leid für die unter euch, die kein Instagram haben, aber uns bleibt wirklich nichts anderes übrig. So, green.connection.official, so heißen wir auf Instagram und da wird das Gewinnspiel genau jetzt stattfinden. Also macht gerne mit bei dem Gewinnspiel. In der Zeit, in der wir nicht hier vor Ort sein werden, wird sich auf jeden Fall der Benny um die Pflanzen kümmern. Die Zusage hat er uns gegeben. An der Stelle nochmal einen herzlichen Dank. Jeder, der von euch in der Zukunft mit dem Gedanken spielt, ich will vielleicht mir zu Hause ein paar legale Cannabispflanzen hinstellt, seid wirklich so gut. Macht das nur, wenn ihr wirklich Zeit dafür investieren könnt. Also wenn ihr zweimal in der Woche zu Hause seid oder auch nicht wirklich Bock darauf habt, dann lasst es einfach sein. Das ist ein Hobby, was wirklich Spaß macht, aber man sollte auch wirklich ja ein bisschen Zeit und Mühe da rein investieren. Sonst macht es nicht wirklich Spaß. Ich freue mich, dass wir euch sowas jetzt
legal zeigen können, dass sowas jetzt in Deutschland endlich möglich ist. Ihr kriegt ein bisschen was zu sehen, wie es in NRW sich entwickelt hat, wie die Blüten dann am Ende wirklich aussehen und ganz am Ende gibt es auch eine schöne Auswertung. THC-Gehalte, Terpengehalte, das alles erwartet euch. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr bleibt dran. Lasst gerne auch eure Basic-Fragen, eure Anfängerfragen gerne mal hier in die Kommentare schreiben. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Fragen vielleicht ein bisschen dümmlich erscheinen am Anfang. Aber tatsächlich, ich habe auch dümmliche Fragen am Anfang gestellt. Das macht jeder Anfänger, ganz normal. So, und über die dümmlichen Fragen, da können wir euch gerne aufklären und euch die gerne beantworten. Also, schreibt sie in die Kommentare, lasst gerne ein Abo da. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.